hier ist wieder Schoki Banoki mit der Sendung Abgegrätscht, die Original-Kreisliga-Kneipenshow. Wir haben heute zu Gast den Daniel von der Community von Kreisliga-Fußball, der das Bier gewinnt. Ja, ich bin der Christian. Du bist der Christian, genau. Du bist der Daniel, ich bin der Sascha. Und wir unterhalten uns heute über Amateurfußball. Genau. Ja, also Kreisliga-Fußball. Nennen wir es beim Namen nicht Amateurfußball, es ist Kreisliga-Fußball, ist ein Unterschied. Ist ein Unterschied, ja, ja, auf jeden Fall. Und wie geht man in der Kreisliga mit Wasser um auf dem Sportplatz? Video der Woche, Achtung, pass mal auf, das Video der Woche, folgendes. Ja, also ein bisschen Wasser nur, ja. Aber der Schiri, der beharrt darauf, ja, sagt, du machst die Ecke schön an der Eckfahne. Ja. Ist nicht wahr. Du machst die Ecke schön an der Eckfahne, ja. Und dann denkst du, es gibt's doch gar nicht. Guck mal, das schwimmt sogar. So tief ist das, ja. Und dann, ja, was machen sie? Hand. Ja. Ja, nee, muss er wieder wiederholen. Ja, muss er wiederholen, alles klar. Also das ist so lächerlich, das ist unglaublich. Saugt dieses Auto ja, wahrscheinlich ab oder lässt es raus? Ja, das ist auch die Frage. Guck mal, clevere Idee jetzt, pass auf, zack, und. Aber, wie es in der Kreisliga halt so ist, aber ja, okay. Gleich nochmal dahin. Also es ist zum Kotzen, ehrlich. Und jetzt hier, zacki zacki, also es ist... Es ist so geil, ehrlich. Das ist also, geil. Also so viel Wasser. Aber ich finde es gut, dass der Schiedsrichter da konsequent bleibt. Und ja, und sagt, Freunde, wir spielen hier nach den Regeln. Wenn wir hier spielen, dann spielen wir richtig, ja. Hast du schon mal so viel Wasser auf dem Platz gehabt? Nee, also dann wurde es schon abgesagt. Also ich hatte auch schon mal so viel, nicht so viel, so viel. Aber ich hatte auch schon so mal so Rinnsal, der so über den Platz gelaufen ist und sowas, wo der Ball wirklich auch liegen geblieben ist teilweise, wo links. Gibt's doch gar nicht. Das war allerdings auch schon 1922, da hat man noch nicht so drauf geguckt. Ja? Das war zu so 30 war es kurz. Ja, genau, so ungefähr. Also von daher, hast du schon mal so viel Wasser auf dem Platz gehabt? Nein, nee, ganz ernsthaft. Also da war es entweder, wie der Daniel gerade gesagt hat, abgesagt oder ein Tag vorher schon oder so. Oder man ist hingekommen und hat gesagt, nee. Aber du hast ja auch nur 3 Spiele, von daher hast du nicht so viel Auswahl. Ja, richtig. Ich spiele halt gerne, wenn ich gut. Ich weiß. Wir kommen zu unserer nächsten Kategorie, die Bilder der Woche. Bilder der Woche, ich bin gespannt. Und mal gucken, ob du das Bild jetzt verstehst. Ja, Christian, du musst jetzt genau hingucken. Mhm. Und bin gespannt, ob du das verstehst. Frohes neues Jahr 2017. Ja, aufgrund des Spielstandes 1-7. Ja, richtig. Ich verstehe, aber schön, schön. Finde ich eine geile Idee. War ein schöner Abend. Ja, war ein schön, ich kann mich noch genau daran erinnern. Ja, es gibt so verschiedene Sachen, wo du weißt, wo genau. Du warst. Also beim World Trade Center, weißt du, wo du warst. Im Prinzip. Bei dem Spiel weißt du, wo du warst. Richtig, ne? Genau. Ich weiß noch genau, als ich das zu Hause auf dem Beamer geguckt habe und denk mir, und ich hatte wirklich Schiss gehabt. Ich hatte so richtig Schiss gehabt vor den Brasilianern. Ich habe gedacht, sie sind zwar jetzt nicht so gut, aber irgendwie habe ich trotzdem, die sind ein eigenes Land und. Ja. Und als es nach 3 Minuten da irgendwie 13-0 gestanden ist, fand ich das so geil. Und ja, dann ging es dann 4-5. Nach dem 7-1 hat einer auf Twitter gepostet: Hallo ZDF, ihr müsst euer Programm ändern, da läuft gerade öffentliche Vergewaltigung. Also, da kann ich auch noch dran erinnern, ja. Also das war echt, es war auch bei mir, ich habe mich natürlich riesig gefreut, ja, aber es war mir auch schon fast wieder ein bisschen unfair. Ach, jetzt hör aber auf, wieso denn? Guck mal, die Brasilianer, die freuen sich seit Jahren auf die WM im eigenen Land, das Stadion, das ganze Land ist am Feiern und dann wirst du so niedergemetzelt. Das war ja, also die haben es ja nicht mal ernst gemeint. Ja. Also das war ja nicht mal böse irgendwie von den Deutschen damals, ja. Sondern die haben halt gespielt und die waren halt einfach... Ich glaube, die wollten auch gar kein Tor mehr schießen. Es war irgendwie dann... Ja, der hat das System, der so auferlegt Ball reingebracht, Spieler bleibt stehen, Schienbein ins Tor. Ja, die haben da ein Tor geschossen, ich meine, ist halt so... Aber einigen Spielern war es danach wirklich schon angenehm von den Deutschen. Hat wirklich das Gefühl. Aber der Schüler hat trotzdem das Ding nochmal um die Latte geknallt. Ja, das war auch ganz toll. Ja. Ja, das war ja nicht unangenehm. Nee. Der Schüler war ja die größte Sau am ganzen Laden. Ja. Der Schüler, ey. Mann, wo spielt denn eigentlich der Schüler gerade? Der spielt beim mächtigen BVB. Ja, eben, deswegen, ja. Mann. Na ja, egal. Das nächste Bild der Woche, Achtung. Das ist doch mal was. FC Weizen, ne? Das ist ein Knaller. Scheint irgendwo im Badischen zu sein. Ja, im Badischen trinkt man vielleicht dieses... Sportheim, FC Weizen. Aber bei uns trinkt man ja Kreisliga-Qualitätswasser. Ne? Haben wir zur Verfügung gestellt bekommen von der Brauerei Schinkel aus Witzenhausen. Ne? Cooles Ding. Mhm. Ja, Zielwasser für wahre Kreisliga-Helden. Für wahre Kreisliga-Legenden und alle, die es werden wollen. Richtig. Genau. Zischbier abgesagt. Das eigene Bier von Kreisliga, das Bier gewinnt. Respekt und Anerkennung. Ist Bio-Gerstenmalz drin? Ist also was Besonderes. Natürlich. Isotonisch. Isotonisch.
Also bei mir wirkt es auf jeden Fall. Ja. Kreisliga-Fußball, das mir gewinnt, kann man natürlich auch in den sozialen Netzwerken anklicken und folgen. Ja, YouTube, Facebook, Twitter, Instagram. Das gleiche gilt natürlich für Schuppi-Balogi. Auch verfügbar in den sozialen Netzwerken. Und last but not least, tada, das abgegrätscht, das Original Kreisliga-Magazin. Abgegrätscht, das Original Kreisliga-Magazin als E-Paper verfügbar, Download zuschicken lassen. Es ist kostenlos. Vereinsam verteilen, Leute begeistern. Ist der da vorne drauf auch eine Frauenhäsin? Das ist ein Bunny. Genau. Jo. Den hier. Ja, ja, genau. Ja. Oben links, der Sascha meinte den Thomas Bentler. Ja, okay. Deswegen, der Sascha mag den Thomas sehr gerne. Ja. Aber ist aber auch ein Zuckerhase. Ja, der Thomas, der ist ja Schalker. Deswegen mag ich den Thomas nicht so. Nee. Ja. Weil du Dortmunder bist. Richtig. Ja. Habe ich dem Thomas aber auch schon gesagt. Ja. Und was hat er gesagt? Ist ihm scheißegal. Das gehört dazu. Ja. Ich sag an dieser Stelle Cheerio, Miss Sophie. Schön, okay, dass ihr auch wieder zugeschaut habt. Nächste Woche wieder abgegrätscht die Original Kreisliga-Flattenshow. Cheerio. Cheerio. Cheerio.